и море начинается. Красное. Ja, fast wie, wie Rotwild ist natürlich. Ich habe auch schon mal Jäger, ich war ja auch bei der Jägerprüfung mit dabei. Da haben wir mal die mal und dann die Kursanten. Sehr starkes Rotwild. Im dritten Teil meiner Filmreihe über die Oblast Kaliningrad besuche ich eine Gegend, die für ihre Elche berühmt ist. Der Ausflug mit meinen FreundInnen Ludmilla und Dieter beginnt in Polesk, dem früheren Labiau. Gleich bei der Adlerbrücke sitzen die Angler hier am Fluss Deime. Und dort hinten, in der Mitte, beginnt der große Friedrichgraben, ein Kanal, der parallel zum Kurischen Haff verläuft. Dass die Brücke hier Adlerbrücke heißt, ist unschwer zu erkennen, auf Deutsch und Russisch. Der Fluss Deime mündet übrigens im Kurischen Haff. Die Straße nach Matrossowo, dem früheren Gilgel, führt größtenteils am Friedrichgraben entlang. Okay. Bei Golovkino, dem früheren Elchwerder, geht es über eine Brücke. Hinter der Brücke beginnt Klein Matrossowo. Und dann sind wir auch schon bald in Gilge, in Matrossowo. Der kleine Fluss Gilge verhindert hier die Weiterfahrt nach Norden. Die Häuser auf der anderen Seite sind von hier aus nur per Boot zu erreichen. Es ist ein sehr idyllisches Dörfchen, dieses Matrossowo. Und an vielen Stellen wird an den alten deutschen Namen Gilge erinnert. Irgendwie hat man den Eindruck, dass hier die Zeit stehen geblieben ist. Vor 70, 80 Jahren und davor wird es hier nicht viel anders ausgesehen haben. Es gibt allerdings nicht nur diese alten, idyllischen Häuser hier in Matrossowo. Das hier ist ein altes Fachwerkhaus, was heute ein Restaurant beherbergt. Und dieses hier liegt neben einem großen Hotelkomplex, der nicht so ganz hierher passen mag. Nach einem schönen Spaziergang in Matrossowo verlassen wir das Örtchen und fahren wieder zurück. Zuerst einmal bis zur Brücke bei Golovkino.
Ich bin schon einmal zu Fuß über die Brücke rüber und jetzt kommen auch Dieter und Ludmilla angefahren. Hinter Golovkino verlassen wir die Straße und fahren an das Haff heran. Ja, das ist hier das Kurische Haff. Die Kurische Nehrung auf der anderen Seite kann man von hier aus nicht sehen. Von hier aus werden wir erst einmal den Wall entlang fahren, bevor wir auf die Straße zurückkehren. Hier sollte einem lieber kein Auto entgegenkommen. Ausweichen ist nicht ganz so einfach. Die Schwäne auf dem Kurischen Haff lassen sich von uns nicht stören. Und dann sind wir wieder auf der Straße bzw. auf der Brücke und blicken den großen Friedrichgraben entlang zurück. Von hier aus fahren wir dann zurück nach Polesk und dann weiter die Straße nach Gromovo ins große Moosbruch. Auf dem Weg dorthin halten wir mehrfach an. Einerseits, um uns über die blühenden Frühlingsboten zu erfreuen. Andererseits, um an diesen Gedenkstätten hier den zumeist polnischen Insassen des Arbeitslagers Hohenbruch zu gedenken. Ja, während der Nazizeit gab es hier ein Arbeitslager im Moosbruch und viele der Insassen überlebten ihren Einsatz dort nicht. Diese alte Allee hier befindet sich bereits in Gromovo, dem eigentlichen Ziel unseres Ausfluges. Auch hier hat man den Eindruck, dass die Zeit irgendwie stehen geblieben ist. Und hier lang geht es dann von der Straße zum Moosbruchhaus. Das Haus auf der rechten Seite ist das Moosbruchhaus. Früher war hier die Moor-Administration. Jetzt gehört das Haus dem deutsch-russischen Verein Anthropos. Anfang der 90er Jahre kam Jürgen Leiste hierher und baute das inzwischen zerfallene Haus mit viel persönlichem Engagement zu einem ökologischen Begegnungszentrum wieder auf. Ja, die Singer geht noch. Hat hier meine Frau Professor Kramer hat hier auf dieser Singer die ganzen Bezüge hier, die Bettbezüge genäht hier, die Überzüge. Nach der freundlichen Begrüßung mache ich mit Dieter noch einen Abendspaziergang. Ob wir wohl heute Abend schon Elche sehen? Nun, heute noch nicht, aber doch wohl morgen. Schließlich sind wir deswegen hierher gekommen. Schon von Deutschland aus hatte ich bei Jürgen eine Übernachtung und am nächsten Morgen einen Ausflug ins Moor zur Elchbeobachtung gebucht. Nach dem Spaziergang gibt es aber erst einmal Musik.
Jürgen macht aber nicht nur Musik. Wer ein Faible für Anekdoten über Jagd, Natur, Biologie und die Geschichte Ostpreußens hat, der ist bei Jürgen an der richtigen Adresse. Es war ein sehr unterhaltsamer Abend. Am nächsten Morgen schaue ich mir das Moosbruchhaus mal etwas genauer an. Aha, eine alte Schulbank. Das Ganze ist hier so eine Mischung aus Museum und halt auch Fortbildungszentrum. Am Abend hatte uns Jürgen noch erzählt, dass Kindergruppen, teilweise mit ihren Lehrern, hierher kämen, um in der Natur mehr über das Leben mit der Natur zu erfahren. Nicht nur über Elche, aber auch über Elche. Die Kinder bekommen hier dann nicht nur Unterricht, vor allen Dingen gehen sie raus. Und dort, ja, wenn sie Glück haben, dann sehen sie solche Elche. Ich kann unsere Exkursion ins Moor kaum erwarten. Und los geht es. Ab ins Moor. Paidium. Natürlich auch ganz schön Schaden, ja. Und staunen an, wo eigentlich nicht zu staunen ist. Ranchi ist Reichsarbeitsdienst. Ja, nicht neu, RAD. Ранше є, а нахоч є мелорація є, німецьке время. Поэтому ще труба лежать є і так ми. Aber so, sehr schön. Ist ja fast wie Rotwild ist natürlich, ich habe auch schon mal Jäger, ich war ja auch bei der Jägerprüfung mit dabei, da haben wir mal die mal und dann die Kursanten, sehr starkes Rotwild. Nein, das hier stammt nicht vom Rotwild. Das ist tatsächlich frische Elchlosung. Das freut auch Jürgen Leiste. Doch, wo sind die Elche, die diese Losung hinterlassen haben? Wir gehen weiter in das Moor hinein. Kalt pfeift der Wind über das Moor. Noch immer haben wir keine Elche gesehen. Nun denn, klettern wir dort hinten auf den Turm, dann werden wir sie bestimmt zu Gesicht bekommen. Wir harren lange auf dem Turm aus und warten und warten. Doch Elche lassen sich heute leider nicht blicken. Ihnen ist es wohl zu windig auf der Lichtung. Ludmilla und Galina sind schlauer als wir und gar nicht erst auf den Turm geklettert. Denn sie wissen, wenn wir hier keine Elche sehen, dann später im Moosbruchhaus. Nicht ganz das, was wir erwartet haben, aber schön war der Ausflug trotzdem. Und da gerade Stint-Saison ist, hat Galina auch noch für einen sehr schmackhaften Brunch gesorgt. Wir sind zwar nicht hochtechnisiert, aber... Naja, Jürgen, vielleicht nicht besonders hochtechnisiert, aber dafür sehr gastfreundlich. Und wir kommen wieder, ganz bestimmt. Schließlich wollen wir hier doch eines Tages tatsächlich mal Elche sehen. Mit Galina, Jürgens Nachbarin, machen wir noch einen Ausflug durch Gromovo. Zuerst zum alten Kirchturm und dann zum alten Friedhof. Und dann verlassen wir Gromovo. Über eine alte Allee geht es weiter, bis hin zum Fluss Gilge. Море начинается. Красное.
Naja, der Weg endet nicht wirklich am Moor, sondern wie gesagt hier am Fluss Gilge. Und wie auch schon im Ort Gilge, auch hier geht es nicht weiter nach Norden. Um auf die andere Flussseite zu gelangen, müsste man einen sehr, sehr, sehr weiten Umweg machen. Diese Brücke hier jedenfalls gibt es nicht mehr. Nun denn, die Angler stört das jedenfalls nicht, dass sie nicht auf die andere Seite kommen. Und mal ehrlich, hier zu angeln, das musste für jeden Angler ein Vergnügen sein. Das war er, unser Ausflug in das frühere Reichsnaturschutzgebiet Deutscher Elchwald. Mehr über Kaliningrad und die Oblast Kaliningrad können Sie in meinem zweisprachigen Buch »Ich habe einen Geliebten Kaliningrad« oder in der deutschen Ausgabe »Ja, ich habe einen Geliebten Kaliningrad« lesen.